jetzt hier eine kleine Beispiel-Bilderreihe von einem Fotoshooting, wo ich das vorgemacht habe. Also erstmal an der Bordsteinkante droppen, dann an der Zweiertreppe. Man kann natürlich die Treppenhöhe noch steigern. Dann an einer anderen kleinen Kante, die man so findet, eine kleine Mauer oder sowas, dann noch weiter steigern und danach dann erst im Bikepark die höheren Drops angehen. Man kann wirklich auch zu Hause mit Kreativität und so weiter die Droptechnik überall verbessern. Ich habe jetzt in dieser Methodenlektion für dich mal das Thema Droppen und das liegt mir auch wieder sehr am Herzen, mal zu zeigen, wie ich das mache und das Warum mitzugeben, und dann kannst du schauen, was kannst du dir daraus ziehen und was spricht dich weniger an. Jetzt ganz klar, wenn du mit Teilnehmern im höheren Level das Thema Droppen machst, das kann ein spezieller Kurs sein, Bikepark, Drop, das kann ein Level 3 Kurs sein, wo du sagst, das passt gut in die Gruppe, dann musst du dich für deine Vorgehensweise entscheiden, worum geht es dir denn jetzt? Geht es dir um Drop-Techniken, du sagst, du möchtest mal verschiedene Techniken zeigen und die erspüren lassen und die lernen lassen, oder möchtest du Drop-Routine, mentale Aspekte beim Droppen, oder du sagst, viele Leute, ich bin jetzt zum Beispiel im Winterberg, im Bikepark, da wollen die Leute sagen, ich droppe den Kleinen, aber in der Drop-Batterie ab dem dritten ist Schluss, geht nicht mehr weiter. Das ist eine andere Vorgehensweise, grundsätzlich. Und da musst du auch wieder wissen, was vermittelst du so rein kognitiv, erzählst du, okay, so geht das beim Drop. Und was lässt du die Leute machen? Weil es ist ein sicherheitsrelevantes Thema, es ist ein High-Consequence-Thema. Ich gebe dir jetzt meine Methode mit. Und zwar gehe ich in der Regel, außer ich habe wirklich Teilnehmer, die sagen, ich droppe schon recht viel, will jetzt mal von denen, wie aus deinem Video kenne ich 4 Drop-Techniken, ich möchte die mal alle von dir lernen, ich möchte die alle mal kennenlernen, mit Korrektur, Videoanalyse und so weiter. Das sind Ausnahmen. Erstmal geht es darum zu gucken, was machen denn die Leute im fortgeschrittenen Level, wenn sie so ein bisschen droppen. Eine hohe Bordsteinkante, an der Bushaltestelle, wo kein Verkehr ist, oder hier habe ich einfach so eine, hier in dem Skigebiet, von der Kante runter. Bitte keine Mauern, wo man drauf balancieren, sondern wirklich wieder gehirngerecht, ohne krasse Ablenkung. Ja, dann lässt du die Leute einfach mal da runter droppen und dann wirst du schon sehen, was sie machen. Die meisten werden entweder so einen kleinen Floater machen, nach hinten bewegen, oder machen einen kleinen Preload, machen sich dann groß. Manche machen so einen kleinen Hop, Standard-Hop an der Kante. Viele haben schon ein automatisiertes Programm für Dropkanten. Dann lass die das machen, außer wenn du merkst, es ist völlig unsicher. Die reißen nur quer am Lenker und landen auch beim Bordstein schon jedes Mal schräg. Dann weißt du, okay, das passt nicht. Da müsstest du an der Technik ansetzen. Aber in der Regel haben die ein Programm. Du musst ihnen nicht vorschreiben, die Technik jetzt, nur die. Lass die das machen, was sie automatisch ohne Nachdenken an der Kante machen. Ich mache es mal vor, wie es aussehen könnte. Anlauf, ein kleiner Drop. Anstatt den Teilnehmern jetzt überladenen Inhalt zu liefern, so droppt man, so kann man droppen und so weiter, lässt du sie einfach machen. Dann siehst du, okay, die Technik, die Technik, die Technik. Und wenn alles gut ist, kannst du von da aus steigern. Vielleicht mal eine Zweiertreppe nehmen, dann würde ich im Flat jetzt nicht mehr viel weiter gehen. Und der Vorteil im Bikepark Winterberg zum Beispiel ist eine Drop-Batterie, kleiner Drop, daneben der nächste, alle wirklich in kleinen Schritten gesteigert. Und dann kannst du die Leute machen lassen. Ich habe schon Trainer oft gesehen, die erzählen den Teilnehmern die Theorie, wie man droppt, stehen dann am Drop und sagen nochmal, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das.
da habe ich schon gedacht, das sehe ich ein bisschen kritisch, habe ich bestimmt früher auch mal irgendwie so gemacht, aber das ist auch zu viel, worauf die Leute achten sollen. Und beim Machen in so einer Konsequenzgeschichte verunsichert es vielleicht auch nur. Deswegen wäre mein Tipp, vertraut auf die Reflexe, auf die Automatismen, die du vorher abgeprüft hast an kleinen Bordsteinkanten und steiger dann die Höhe, such dir Drops. Selbst bis zu einer Höhe hat man in der Regel wenig Konsequenzen, wenn jetzt jemand vielleicht das Timing ein bisschen verpasst und so weiter und so fort. Und das Ganze zeige ich dir jetzt mal hier in der Drop-Batterie und den anderen Drops. Es geht weiter mit der Lektion Methodik für Drop-Techniken. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die man machen kann. Ich habe das vorhin schon erklärt. Nicht jeder hat den Luxus, eine Drop-Batterie im Bikepark zu haben, wie ich jetzt hier in Winterberg. Ich wohne hier direkt und kann das natürlich optimal nutzen. Dann musst du als Trainer hingehen und sagen, wo finde ich denn in meiner Gegend, wenn du jetzt keinen Übungsparcours hast oder ein eigenes Gelände, wo du schon was gebaut hast, wo ist eine Stelle, wo ich das mit den Leuten üben kann, für Schritt für Schritt. Und wirklich in kleinen Schritten, nicht so ein Drop und der nächste direkt so, sondern du musst es schön fein gegliedert haben. Das ist jetzt hier der Fall in der Drop-Batterie. Und bei mir ist es meistens so, wenn ich Droppen in Kursen mache, dass es Technik würde ich an der Bordsteinkante üben. Und ich gehe jetzt hin, wenn ich sage, ich möchte aber die Höhe steigern, will die Routine verbessern, dann habe ich vorher geprüft, wie ist die Fahrtechnik der Leute, was machen die automatisiert, und dann lasse ich sie automatisiert über die Kanten fahren, Schritt für Schritt, und texte sie nicht von der Seite voll, was sie jetzt an diesem Drop mit Gefälle und alles machen sollen. Schritt für Schritt steigern. Wenn du gerade die Teilnehmer nicht überlasten willst mit Input zur Fahrtechnik, wie gesagt, das wäre der Klassiker. Der Trainer, die Trainerin möchte beim Droppen direkt die Techniken nochmal erklären, nochmal zeigen und verwirrt die Leute. Die sollen ja eigentlich bei den Dropkanten automatisch das abrufen, was sie bisher gemacht haben. Droppen ist ja auch kein Thema, was du mit kompletten Anfängern machst. Bordsteinkante kannst du mit Anfängern schon ein bisschen machen, just for fun. Aber Techniktraining an Drops, wirklich Step by Step, und guck mal, dass man es auch gut verpackt, dass sie nicht überlastet sind. Was du machen kannst, lass sie ein bisschen mit dem Tempo spielen. Wenn du einen guten Drop hast mit einer Anfahrt, dann lass sie mal mit ein bisschen mehr Tempo kommen und mit ein bisschen weniger Tempo, und gib ihnen so die Toleranz zu sagen, oh, jetzt war ich recht schnell, habe kaum einen Impuls gesetzt, mein Vorderrad ging ein bisschen frontlastig, da passiert ja nichts. Aber dass sie das halt selber erspüren, diese Toleranzen an, wie stark muss der Impuls sein beim Droppen, wie ist die Geschwindigkeit, und da selber ein Gefühl für kriegen. Und die brauchen da keine theoretische Formel für, sondern die müssen sich das erfahren, erspüren, natürlich ohne Risiko. Also erstmal einen ganz kleinen Drop. Wenn du dann die Drops hast, um Schritt für Schritt zu steigern, wirst du merken, schnell kommst du auch in die Rolle von einem Motivator. Du musst abschätzen können, was können die Teilnehmer, und du musst auch wissen, bis zu welcher Drophöhe sind Drops auch noch sehr fehlerverzeihend. Man sagt, da könnte sogar das Timing oder irgendwas nicht passen, aber da kommt kein Sturz zustande, vielleicht ein frontlastiges Landen oder so. Das kann man hier in der Drop-Batterie sehr gut beobachten. Ich will es jetzt nicht das Schicksal herausfordern, ich habe schon Leute gesehen, die sind den größten Drop in der Batterie irgendwie runtergefahren und nicht richtig gedroppt, haben es trotzdem halt gut überlebt ohne Sturz. Das heißt, du musst wissen, wo ist die Grenze, wo das Risiko zu hoch wird, wo keine Fehlertoleranz mehr ist. Und dann kannst du die motivieren und sagen, komm, den kannst du machen. Und wenn du weißt, ey, der hat den so gut gemacht, der Autopilot ist so super, sieht souverän aus, dann ruhig ein bisschen pushen, aber immer gucken, ein Feingefühl für den Teilnehmer haben oder für die Teilnehmerin, dass du da niemanden irgendwie überforderst oder unangenehme Gefühle bereitest. Da kriegt man mit der Zeit auch natürlich ein Fingerspitzengefühl für. Beim Droppen, wenn man dann weitergeht, muss man wirklich schauen, wie ist es methodisch. Und wie gesagt, nochmal die Bitte, wenn ihr das steigert, seht besser davon ab, die Teilnehmer noch von der Seite mit Input, was sie jetzt fahrtechnisch machen sollen, irgendwie einzählen auf sie, sondern guckt, dass sie einen automatisierten, dass sie einen safen Drop-Technik haben, die du schon vorher abgeprüft hast. Und dann kannst du hingehen und sagen, wir machen den und den. Im Winterberg ist recht easy, wenn jemand die Drop-Batterie im Übungsparcours komplett durch hat, 1, 2, 3, 4, dann kannst du auf Drops gehen, die ungefähr genau die Höhe haben wie die Drop-Batterie im Übungsparcours oder vielleicht nur so ein Stückchen höher sind. Und dann kannst du auch wirklich für dich als Trainer sicher sein, okay, den kannst du da runterlassen. Weil ein bisschen Restrisiko ist ja immer, auch wenn ein ganz guter Autopilot da ist. Also bist du dann safe, hast das wirklich vorbereitet, und dann kannst du den Teilnehmern solche Aha-Erlebnisse und solche Freuden geben. Ich sage, ich werde nie auf den Gedanken kommen, so einen Drop heute hier zu springen. Aber weil du es so gut aufgebaut hast und du sie auch wirklich machen lassen hast mit der Technik, die sie halt gut beherrschen, konstant abrufbar haben, dann hast du ihnen ja
the next level gegeben und das empfehle ich dir auch auf diese Weise zu machen. Du kannst variieren, du kannst mal die Fahrtechnik in den Fokus legen, mal einfach das Steigern der Drops und dann hast du auf jeden Fall viel Erfolg in deinen Dropkursen mit geringerem Risiko.